Servus und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um Bezahlsysteme von Bricklink, also auch wieder eher was für Leute von euch, die einen Shop eröffnen wollen oder schon einen haben und vielleicht unsicher sind bei ein paar Punkten. Primär geht es um Stripe und eine echt negative Erfahrung, die ich gemacht habe, aber ich werde auch noch gleich was zu IBAN und so erzählen. Ich fange heute mal ganz kurz mit dem Ausblick auf das wahrscheinlich nächste Video an. Ich wollte euch ja noch einen Jahresrückblick geben, ein Jahr lang Bricklink Shop. Das wird wahrscheinlich das nächste Video werden. Wem das hier gefällt, wer Interesse hat an den weiteren Videos, gerne die Glocke drücken, den Like-Button und so weiter. Ihr kennt das Prozedere ja, ich würde mich wahnsinnig freuen und ich möchte in diesem Jahr, vielleicht sogar im ersten Halbjahr, auf 1000 Abonnenten kommen. Wir sind irgendwo bei 550, 560 im Moment. Jeder Klick auf das Abonnieren hilft also diesem Kanal. Gerne drauf drücken und wenn ihr alles Kacke findet hier, dann könnt ihr mir ja auch wieder entfolgen. So, das hierzu. Wir fangen an mit Stripe. Ich habe euch ja in einem der beiden vorherigen Videos gesagt, dass ein Ausblick und eine kleine Warnung kommen wird. Ich habe eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht mit Stripe, auch wenn ich es jetzt wieder aktiviert habe. Und wir fangen mal mit dem Hintergrund zu diesem Bezahldienstleister an. Wenn ihr auf Bricklink unterwegs seid und ihr seid auf einem Shop, wollt also eher einkaufen, dann könnt ihr bei jedem Shop auf die Terms klicken. Das sind quasi die Konditionen, zu denen ihr in diesem Shop einkaufen könnt. Und wenn ihr da ganz nach unten fahrt, werden die Payment-Methoden angezeigt. Also ich biete quasi Payment im Moment nur in Euro an. Das wird halt automatisch umgerechnet, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, aus den USA oder sonst woher kommen würde. Und die Methoden habe ich quasi Zahlung per IBAN, Zahlung per PayPal, das ist das Standardverfahren bei Bricklink. Und hier steht noch Credit Debit Powered by Stripe. Und Stripe ist eben ein Dienstleister für Abwicklungen von Bezahlungen. Das funktioniert, ja, ich sage jetzt einfach mal so ähnlich wie PayPal. Da ist einfach ein Unternehmen dazwischen geschaltet, zwischen Käufer und Verkäufer, über das dann die Geldabwicklung läuft. Und wir gehen jetzt nochmal auf Stripe und ein netter Vorteil ist, dass Stripe halt einige Bezahlmethoden im Angebot hat. Die kann man sich anschauen, wenn man hier oben mal auf Produkte geht, dann auf Payments und auch hier ganz nach unten scrollen. Und hier kann man sich ein paar anschauen. Also es werden Kreditkarten angeboten, es wird SEPA-Lastschrift angeboten, also quasi IBAN-Überweisungen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja. Dann noch Ideal oder Ideal oder wie auch immer man das ausspricht, angeblich ein ganz tolles Mittel der Bezahlung in den Niederlanden und Alipay, gerade wenn man in China unterwegs ist oder ins Ausland verkauft. Und Stripe akzeptiert quasi alle möglichen Bezahlmethoden und übermittelt so von Käufer zu Verkäufer das Geld. Klingt erstmal ganz gut, warum jetzt aber eine Warnung von mir? Eine kleine Warnung, da sich das zum Glück bei mir noch geregelt hat. Was ist vorgefallen? Also ich hatte den Fall, es war eine relativ kleine Bestellung, irgendwann im November oder im Oktober, über nur 4,30 Euro. Hat jemand bei mir bestellt, hat auch direkt bezahlt, ich habe die Ware dementsprechend versandt und 3 Wochen später habe ich eine Meldung von Stripe bekommen, dass die Transaktion angefochten wurde. So, und das sieht jetzt bei Stripe folgendermaßen aus. Die Bank, über die die Kreditkartenzahlung abgewickelt worden ist, also die das Geld quasi zu Stripe überweist und Stripe dann an mich, die hat erstmal den Kaufpreis eingezogen, die 4,37 Euro. Das wäre jetzt, ist zwar blöd, aber wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, meine Güte, dann ist das vielleicht Berufsrisiko, ich weiß nicht, wo man sowas einordnen müsste. Uncool ist es aber trotzdem. Aber zusätzlich zu diesem Kaufpreis von 4,37 Euro, die Ware war ja auch schon weg, hätte ich quasi das Geld verloren, die Ware wäre weg gewesen und es wird eine sogenannte Processing Fee erhoben, also eine Bearbeitungsgebühr. Immer.
Egal um was für einen Streitwert es geht, immer in Höhe von 15 Euro. Was natürlich in Relation zu diesem Einkaufspreis ein absoluter Witz ist. Also das fast Fünffache an Bearbeitungsgebühr im Vergleich zum Streitwert ist einfach lächerlich. Und finde ich auch ehrlich gesagt uncool, wie das bei Stripe gehandelt wird. Und noch uncooler finde ich dann, was man machen kann. Nämlich eigentlich gar nichts. Ich habe noch irgendwie ein paar Dokumente eingereicht, also quasi Screenshots oder Belege, dass halt bei mir eingekauft wurde, was gekauft wurde, dass bezahlt wurde, dass ich quasi die Ware auch rausgeschickt habe mit Sendungsnummer und Pipapo. Und dann heißt es erstmal warten. In einer Mail oder einer Nachricht von Stripe kommt die Meldung, die Bank hat jetzt 90 Tage Zeit, ihren Einspruch zu prüfen. Und sollte die Kreditkarte gestohlen worden sein, mit der bezahlt wurde, wird der Einspruch zu 100% negativ ausfallen. Also das Geld ist dann definitiv weg. Warum das so geregelt ist, ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich finde es grenzwertig, ehrlich grenzwertig, vor allem auch mit dieser erhobenen Gebühr. Ich habe dann halt alles eingereicht und diese 90 Tage abwarten, auch das ist ein Ding. Ich verstehe es nicht. Also wenn eine Gebühr erhoben wird für eine Bearbeitung, dann erwarte ich auch, dass es bearbeitet wird und nicht einfach 90 Tage lang irgendwo rumliegt. Das Ding ist nämlich auch, ich könnte natürlich auch die Zahlung, die Stripe quasi bei mir einzieht, per SEPA-Lastschrift stornieren lassen von meiner Bank. Ich könnte auch da widersprechen. Dafür habe ich aber nur, ich glaube, 8 Wochen Zeit. Ich kann also nicht auf den Ausgang warten, wie sich diese Bank, in meinem Fall war sie in England, entschieden hat. Ich habe mich also in Gedanken von dem Geld schon verabschiedet und habe Stripe als Bezahlmittel quasi aus meinem Shop gelöscht, weil ich über die Abläufe ehrlich gesagt wirklich angepisst war. Auch Kontakt mit dem Stripe-Kundendienst, telefonisch, per Mail und so weiter. Ich hatte das Gefühl, da sitzen Praktikanten dran, die mir nicht wirklich weiterhelfen konnten oder wollten. Und finde ich ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit, weil ich bin Kunde von Stripe. Meine Gebühren gehen an Stripe und die profitieren von meinem Geld und meinen Verkäufen. Und dass ich null Rückendeckung von dem bekommen habe, nehme ich den tatsächlich auch übel. Ja, Quintessenz der Sache ist, nach tatsächlich ungefähr 3 Monaten kam jetzt die Meldung, das wurde zu meinen Gunsten entschieden. Angeblich bekomme ich die 4,37 € Verkaufserlös quasi auch noch wieder. Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen. Aber zumindest diese Bearbeitungsgebühr von 15 Euro, die wurde mir jetzt wieder zurück überwiesen. Immerhin sowas kam jetzt am Ende bei raus. Warum und wieso sich die Bank jetzt dafür entschieden hat, mir recht zu geben, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auch da ist die Kommunikation alles andere als gut. Also da von so einem Unternehmen erwarte ich einfach da mehr. Und wenn man schon sowas wie Kundendienst und Service anbietet, dann erwarte ich auch da Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Und wenn man das Gefühl hat, am Telefon mit einer 20-Jährigen zu sprechen, der man die Welt erstmal erklären muss, dann, ja, dann bin ich einfach nicht zufrieden als Kunde, ganz ernsthaft. Ich habe es jetzt trotzdem wieder mit aufgenommen, genau aus dem Grund, dass Leute einfach auch mit Kreditkarte und so weiter bezahlen können. Es machen halt doch einige. Es ist zwar nicht die Mehrheit zahlt bei Bricklink, zumindest hier in Deutschland und nach meiner Auffassung und meinen Erfahrungen nach einem Jahr, mit PayPal, ab und zu per IBAN und ich glaube, ich habe im ganzen Jahr 4 oder 5 Zahlungen mit Stripe gehabt. Das war also meine Erfahrung mit Stripe und jeder sollte für sich halt erstmal eine Entscheidung treffen, was für Zahlungsmethoden er überhaupt anbieten will. Das hängt auch damit zusammen, wohin er verkaufen will. Ich verkaufe halt im Moment nur in Europa und auch da nicht in alle Länder. Von daher macht es für mich auf jeden Fall Sinn, auch anzubieten, dass Leute mit Kreditkarte bezahlen können. So, und ich wollte ja noch was sagen zur Methode IBAN. Ich werde immer wieder gefragt, wie es möglich ist, IBAN als Zahlungsmethode einzurichten. Dafür müssen bei Bricklink Voraussetzungen erfüllt sein. Man braucht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, eine positive Bewertung und der Shop muss mindestens 3 Monate bestehen. Dann schaltet sich das aber auch nicht automatisch frei, sondern dann muss man nochmal aktiv den Support anschreiben und sagen, dass man eben IBAN als Bezahlmethode einrichten möchte oder einrichten lassen will. Und dann dauert es nochmal, je nachdem, wie ausgelastet Bricklink gerade ist, von wenigen Tagen bis auch mehreren Wochen, bis sie die Methode freischalten. Und dann habt ihr eben auf eurer Seite, wo ihr den Shop quasi, wo ihr die Einstellung vornehmen könnt unter Payments,
gibt es hier dann den Button Add an Offsite Payment Method. Da könnt ihr draufklicken und nochmal aus mehreren verschiedenen Methoden auswählen, was ihr haben wollt und könnt dann quasi IBAN als Methode einrichten. Das wird auch in dem Fall überhaupt nicht mit Kontodaten und so weiter verknüpft oder abgeglichen oder sonst was. Es gibt dann einfach die Möglichkeit, dass der User auswählt, er möchte per IBAN bezahlen und er kriegt dann von euch, und das müsst ihr dann noch angeben, einfach eure Kontodaten, die ihm in einer Nachricht mitgeteilt werden, und so läuft dann die Abwicklung. IBAN würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wer auch immer das einrichten lassen möchte, macht das auf jeden Fall. Warum? Es fallen einfach die Gebühren weg. Sowohl PayPal nimmt Gebühren als auch Stripe nimmt Gebühren. IBAN ist die einzige Methode, bei denen die Gebühren wegfallen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kann der Käufer auch nicht so ohne weiteres eine Transaktion per IBAN zurückholen. Also die Chance, dass ihr da betrogen werdet, sage ich mal, ist hierbei deutlich geringer als mit PayPal oder Stripe. Eine kleine Hürde gibt es dann noch. Wie erreicht man überhaupt den Kundendienst oder Support von Bricklink? Das machen die schon ganz clever, dass sie quasi alles auf der Seite irgendwo verstecken. Ich habe irgendwann mal auf dieser Seite eine Mailadresse gefunden, mit denen ich das dann klären konnte, aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr, entschuldigt die Wortwahl, wie ich da hingekommen bin, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch mal einen Weg gefunden, womit es funktionieren müsste. Einfach ganz nach unten, einmal auf Help Center klicken. Dann steht hier rechts unten in dem Bereich Help Desk. Da einmal draufklicken. Dann steht hier, dass man sich erst woanders informieren sollte. Machen wir nicht, weil hier das, was wir wollen, nicht dabei steht. Also klicken wir auf Ask a Question oder bla bla bla. Und dann kommt man zu einem Dialog, wo man tatsächlich dann mal mit denen in Kontakt treten kann. Hier können wir ein Thema auswählen. Aus meiner Sicht ist das auch nicht wirklich dabei. Von daher einmal auf Other drücken. Und dann schreibt denen hier einfach das bla bla bla. Euer Shop existiert jetzt seit 3 Monaten. Ihr wollt eine Payment Method mit dazu nehmen. Offsite Payment. Und dann müsst ihr einfach warten. Also da kommt auch irgendwie keine Mail, ja, wir kümmern uns, sondern einfach abwarten. Das kann wirklich ein paar Wochen dauern. Und irgendwann sollt ihr dann hoffentlich freigeschaltet sein. Ich wünsche euch viel Glück beim Einrichten. Wie gesagt, Thema Stripe und so weiter muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe euch jetzt mal gesagt, wie es auch laufen kann, was dann nicht ganz so schön ist. Hätte ja auch negativ für mich ausgehen können. Aber letzten Endes sind das eben die Möglichkeiten, die ihr bei Bricklink habt. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ob ihr vielleicht auch ähnliche Erfahrungen mit PayPal gemacht habt und so weiter. Oder habt ihr vielleicht Tipps und Tricks, wie man am besten aus so einer Situation rauskommt? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das soll natürlich auch anderen helfen. Und da ich weder Finanzexperte bin noch Profi im Umgang mit Stripe, PayPal oder sonst was, alles, was ich hier gesagt habe, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal, beziehungsweise einfach ohne Gewähr. Ich kann euch nicht beraten, ich kann keine beratende Tätigkeit hier ausüben, weil ich selber Laie bin. Ich kann nur von Erfahrungen berichten und vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, dann hoffentlich mit dem Jahresrückblick 2021, wie der Shop im ersten Jahr performt hat. Bis dahin, Servus!